Willkommen zurück bei Risen 3 im Schattenland, im Seelenland, im Traumland, im Hinterland ist es nicht. Aber auf jeden Fall gibt es hier Seelenstaub. Und da vorne wartet Kapitän Stahlbart auf uns. Den erkenne ich aus 100 Metern Entfernung. So, ich weiß nicht, wenn ich jetzt wieder woanders lang gehe als gewollt, dann greift mich wieder irgendwas an und ich versuche es trotzdem. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ach so, ja gut, ja, das war mir klar. Stahlbart. Den muss man einfach kennen. Hey, du. Vater, bist du das? Natürlich. Ich? Nein. Oder doch? Was zur Hölle ist hier los? Tja, mein Junge, das ist ein Ding, was? Auf einmal macht es Rums und du steckst tief drin in dem Schlamassel hier. Ach ja, er ist ja auch der Vater vom Protagonisten. Also klar, er ist der Vater von Patty, wir sind der Bruder von Patty. Hm, kein schweres Rätsel. Stahlbart, unser Vater. Dum, 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 dum. Warum bist du hier? Wer Risen 2 kennt, der weiß warum. Wo genau sind wir hier? Dies ist der Ort, den du dir selbst geschaffen hast, mein Junge. Gewöhne dich schon mal daran. Du wirst hier die nächste Ewigkeit bleiben. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss hier wieder raus. Selbst wenn ich es wollte, ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Jeder hat hier sein eigenes Päckchen, das er tragen muss. Aber... ich muss nun gehen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich habe noch so viel Fragen. Oh Mann. Ich bin völlig im Eimer, wenn das so weitergeht. Nimmt das kein gutes Ende mit mir. Mist. Irgendwie stelle ich immer die falschen Fragen im... in dieser Seelenwelt, wo unsere Seele ja ist. Hier ist ja nur unser Körper in dieser Welt. Oh, sieht schön aus hier. Ja. Moment mal, haben wir nicht gerade in dem Bett geschlafen? Egal. Und wo war Edward? Den haben wir in der letzten Folge schon gesucht. Wieso? Ach, da unten steht er, genau. Junge, lass dich mal behandeln. Das hört sich nicht so gesund an. Aber gemütlich. Er schläft. Der größte Luxus, den man hat im Leben. Ne, Edward? Wir schlafen aber nicht. Wobei, eigentlich wollte ich das ja. Aber dann kam ja dieser Traum uns wieder in die Quere. Und normalerweise würde ich hier gerne wieder runterfliegen, aber das Problem ist, Edward ist da nicht in der Lage, uns zu folgen. Deswegen müssen wir jetzt hier ganz langsam runtergehen. Damit der Edward das auch schafft. So, wo ist er? Da ist er. Gut. Noch läuft alles nach Plan. Edward ist ein guter Kämpfer, aber wir sind hier falsch, oder? Ich glaube, wir sind hier falsch. Edward! Hä, wo müssen wir denn hin? Ach, hier sind die Liane, okay. Das Schiff möchte ich haben. Edward, das holen wir uns. Die Schüssel von Bones behalten wir aber, dann haben wir so eine richtige Kolonne. Wo muss ich hin? Wie ist es nicht? Hier. Und jetzt, wo wir auch Nacht haben, ich weiß gar nicht, wie spät, gibt es so eine Art Uhrzeit irgendwo? Im Charaktermenü? Nee. Man kann immer nur gucken, wie so der Himmel aussieht. Können wir natürlich mal ausprobieren, bevor wir die ganzen Leute im Projekt Sakariko kennenlernen, erstmal ihre ganzen Truhen plündern. Ach, wie cool, die Schildkröten schlafen jetzt auch bei Nacht. Hast ja geil gemacht. Sehr schön. Diese Teleportorte sind ein bisschen gruselig. So, Nachtwache, die sind immer sehr freundlich hier, die Leute. Und müssen erstmal überlegen, was sie zu sagen haben. Ich lasse ihm Zeit. Also langsam. Wir haben gegen die Schatten gekämpft, aber es kommen immer mehr. Das hast du gut gemacht, Nachtwache. Na, er muss ein bisschen überlegen, was er sagt, aber dann hat er es ja ganz gut hinbekommen. In einem geraden Satz.
So, wir sind endlich im Puerto Sacarico. Nach 3 Folgen haben wir es auch mal geschafft. Ich speichere mal zwischendurch. Hier kann man einen Krug klauen. An die Truhe kommen wir erst einmal nicht mehr dran. Grog, Grog. Hey, du. Hey, was willst du hier? Raus aus meiner Küche. Wenn du mich vollquatschst, brennen mir nur die Kartoffeln an. Oh, das hat sich gerade erledigt. Was wolltest du? Was hat er? Mensch, Mensch, Mensch. Du bist Koch? Ich bin bestimmt kein Koch, verdammte Kacke. Was machst du denn hier in der Küche? Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass die feinen Herren ihr Essen und Trinken bekommen. Ich hab mich wohl nicht besonders schlau angestellt, als entschieden wurde, wer der neue Koch ist. Soll sich bloß keiner beschweren, dass mein Essen nicht schmeckt. Ich streck die Pampe schon mit allem, was ich finden kann, damit es für jeden reicht. Keine Ahnung, wie Osorio das damals hingekriegt hat. Ja, Mikrowelle gibt's hier ja leider noch nicht. Oder einfach im Backofen mal die Pizza reinschmeißt, beziehungsweise die Tiefkühlpizza selbst gibt's da nicht einmal. Aber sieht doch schon ganz gut aus, da was er auch immer da fabriziert, ich weiß es nicht. Oh, können wir einschüchtern? Ich will nicht einschüchtern. Dann gibt's wieder Seele minus 1. Sie hatten gerade schon Seele minus 1. Die Leute mögen dein Essen nicht? Es sagt ja keiner so direkt, aber wenn ich mein Essen schon nicht mag. Ich bin Soldat, verdammte Scheiße. Ich sollte Leute erschießen und nicht kochen. Lass mich jetzt weitermachen. Ich muss Roquefort seinen Wein warm machen. Ist ja widerlich. War ja nicht meine Idee. Er mag ihn so, also kriegt er ihn so. Hm. Was kannst du mir beibringen? Kochen bestimmt nicht. Kommt darauf an, was du wissen möchtest. Mut antrinken lernen? Was ist das denn? Mut antrinken. Schmerztöter ist was Wundervolles. Ein Schluck von dem Fusel und du spürst gar nichts mehr. Zumindest für eine Zeit. Eine sehr lange Zeit. Verdoppelt die Wirkungsdauer von Schmerztöter. Hm. Medikus lernen? Solange ich noch bluten kann, lebe ich noch. Das gilt für dich noch stärker als für die meisten anderen Menschen. Dein Blutwert steigt um 10 pro Stufe. Finde ich nicht schlecht, kostet wenig, mach ich. Härte 10 haben wir auf jeden Fall. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Alles klar. Finde das schade, dass er dann nicht noch irgendwas erzählt. Ich weiß nicht, ob es in Gothic oder in anderen Risen-Teilen war. Jetzt lernt das einfach. Sonst haben die zumindest noch irgendwie einen Satz dazu gesagt. So, wir können das nochmal steigern. Ich muss mal eben unser Geld checken. Wir haben 3600. Was kannst du mir beibringen? Und Leben Kommt brauchen an, wir. Was du wissen möchtest. Auf jeden Fall. Fleischfresser, heile dich durch das Essen von rohem Fleisch. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Also in der Regel komme ich immer dazu, irgendwie da mein Lagerfeuer zu benutzen. Da mache ich lieber nochmal das hier. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Kein Problem. So, mehr geht hier auch nicht. Super, dann haben wir hier alles gelernt. Und mal gucken, was er uns noch Lass uns handeln. Geben Von kann. Mir aus? Ein Glücksbringer. Kugelsicher Alchemie. Ma. Fusel, Grog. Zucker, nee. Brauche ich nicht. Verkaufen? Können wir irgendwas verkaufen? Ich glaube, wir können jede Menge verkaufen. Da muss ich aber noch gucken, was ich eigentlich brauche. Ja, hier den ganzen Schnickschnack, aber hier sind wir ja eher in der Essensabteilung. So, kochst du denn? Wir haben noch mitten in der Nacht. Geh mal schlafen, Junge. Oder warten die alle auf ihr Abendessen? So spät haben wir vielleicht noch gar nicht. Ich würde dir gerne den Grog mitnehmen. Aber solange da einer in der Küche ist, kann ich das natürlich nicht machen. Vom Brennen verstehe ich nichts. Tja, das ist natürlich ein Problem. Ich bin kein Waffenschmied. Was können wir eigentlich? Diese Truhe öffnen. Speichern? Da hinten sieht uns keiner. Fleisch. Und Wein. Ein kaputtes Schwert und Zucker. So. Krüge lassen wir da, wo sie sind. Und hier gehe ich mal rein. Beim Schnarchkonzert. Ein Teleportstein. Du wagst es, hier zu stehlen? Oh. Warte mal kurz. Habe ich nicht tief und fest... Also nicht ich, sondern haben die nicht alle tief und fest geschlafen? Das will ich mir jetzt nochmal angucken. Gut, hier läuft jetzt einer draußen rum. Das ist ja okay. Truthahn auch am Schlafen?
offensichtlich. Hier läuft noch eine Ratte und ich habe ein Äffchen gehört. So. Ganz ehrlich, die schlafen doch. So, Soldat schläft. Rodriguez schläft. Takarigua Band 1. Jetzt ist keiner wach geworden. Und hier schläft noch ein Soldat. Super, Edward. Auf jeden Fall schleichen. Nochmal speichern und dann öffne ich mal eine Truhe und guck, was passiert. Eigentlich sind ja alle wirklich am Ratzen hier. Gäse. Grog und Schreibfeder. Oh. Hallo. Du willst doch hier nichts klauen. Nee, um Gottes Willen. Ihr habt Gedanken. Steckt ja nichts ein. Ja, ist ja gut. Ich weiß auch nicht, was der Edward da drin gemacht hat. Ich habe nur mal hier meinen Kumpel gesucht. Edward, na, na, na. Okay, eine Truhe hätten wir schon mal. Ich gehe erstmal da hinten hin, da war ja auch noch so eine Baracke. Und hier haben wir das nächste Schnarchkonzert. Ja, das hört sich echt super an. Ich stelle mir das gerade vor, so im Studio, wo das alles aufgenommen wird. Die Synchronsprecher. Die alle um die Wette schnarchen. Oha, hier sind sogar noch mehr Soldaten. Also, es gibt jede Menge Truhen, aber wenn die so schnell aufwachen. Brot, Brot, Gold. Ich meine, die haben ja alle nicht viel, die Leute, und wir klauen ihnen das auch noch, aber... Okay, eine Truhe hätten wir. Ich speichere jetzt noch jede Truhe, weil ich habe das Gefühl, die können hier jederzeit aufwachen. Oh, ein Karabiner. Da muss ich auch mal gucken, was ich da für Waffen habe. Und Kugeln, jede Menge Kugeln. Da hatten wir ja fast gar keine mehr. Sehr schön. Die Inquisition ist bald verarmt hier. Weil... Habe ich schon gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt etwas übervorsichtig. Gebe ich zu. Aber wenn man einmal erwischt wurde, dann ist man vorsichtiger. Apfel, Fusel, Gold... Ich hab dir die Finger! Okay, ich weiß schon, warum ich gespeichert habe. Ach, ja. Was hast du hier zu suchen? Gar nichts. Da war doch was. Okay, das Speichern lohnt sich tatsächlich. Mach mal einfach einen fliegenden Wechsel. Jetzt gehen wir mal wieder zurück in das Haus. Da oben im Turm war ich schon im ehemaligen Gefängnis. Und hier war früher die Fuego drin. Okay. Truhe. Hier hatten wir im Nebenraum nur die hintere, ne? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das auch... Okay, da steht leer. Ganz ruhig, ganz ruhig. Weiß ich, möglicherweise wachen die ja jetzt auf, nachdem man die Truhe geöffnet hat. Rot und Rost, wobei dieser Rost eigentlich nicht funktioniert hat beim letzten Mal. Okay. Alles gut, alles gut. Edward, zwei Truhen haben wir. Ganz ruhig. Wir schaffen das. Und morgen können wir uns dann mit allen den Leuten unterhalten. Nur vier Dinger und ich verkack's. Eine Steinaxt. Fackel, Schrot und immer so ein bisschen Gold. Also das sind echt arme Schlucker hier alle. Drei Truhen haben wir, auf zur nächsten, Edward. Bei der nächtlichen Diebestour. Zum Glück kriegt man da nicht irgendwie Seele minus eins. Hallo. Benimm dich hier. Ich schleiche doch nur ein bisschen rum. Ich übe für was auch immer.
erstmal ein bisschen erfrischt. So, und hier ist eigentlich nur noch der Teleportstein. Aber hier haben, glaube ich, oder? Ja. Beim Teleportstein sind die auch einfach so aufgewacht beim letzten Mal. Ich trau mich gar nicht. Es geht nur nach hinten los. Denk nicht mal dran. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Oh, wo kommt er denn her? Ich bin der Profi-Dieb schlechthin. Gut, dann machen wir mal wieder den bekannten fliegenden Wechsel hier. Lauf, Forrest! Und ich finde auch gut, ich hasse es eigentlich bei Spielen, wenn es ja Nacht ist, weil bestenfalls kann man dann sich wirklich schlafen legen und es ist der nächste Tag, weil man in den meisten Spielen nachts einfach wirklich gar nichts sieht. Mag für die Atmosphäre ganz okay sein, aber ich finde das hier richtig gut gelöst, weil ich finde es immer noch hell genug. Es ist ganz klar Nacht, die Atmosphäre ist gegeben, aber man sieht immer noch, ohne sich irgendwie anstrengen zu müssen. So, hier gab es noch einige Truhen zu öffnen. Ich glaube, wir hatten erst ein... Nee, leer. Hä? Habe ich... Ach, hier habe ich... Ach, hä? Hier habe ich... Hier habe ich vorne angefangen. Okay. So. Aufpassen. Manche wachen hier einfach so auf. Oh, die können wir gerade so öffnen. Beziehungsweise, ich muss erstmal gucken, wie man die öffnet. Okay. So läuft das auf jeden Fall nicht. So. Ne, so schon mal falsch. So. So. Splitterhagel. Diese Schriftrolle schleudert scharfe Eisplitter in Richtung deines Feindes. Also so ein bisschen wie der Feuerregen. Oh, aber nur fast. Guten Tag. Warum bist du hier? Ja, weil Nacht und so. Ich suche ein Bett. Dann versuche ich nochmal den Teleportstein und da haben wir noch eine Truhe offen. Ja. Weiß gar nicht, kann man noch schleichen irgendwie besser lernen? Das offensichtlich sind wir da noch nicht so gut drin. Guten Tag, was hat er jetzt? Wenn die Schatten uns angreifen, sind wir bereit. Okay, dann ist er gut. Dann kann ich mich ja zurücklehnen. Und das Dorf ein bisschen aufbauen. Das ist gut gelegen, schön. Hat Potenzial. Hier ist keiner wach jetzt diesmal. Nein. Okay. Das hätten wir. Jetzt bleibt hier noch eine Truhe. Und natürlich die Villa. Boah, die Villa ist auch ein bisschen besser bewacht. Leer. 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 80. Toll. Ich versuche mal diesen Rostzauber nochmal. Der hat ja auf dem Berg nicht funktioniert. Rost auf die 8. Ich weiß auch nicht... Muss ich ihn jetzt einfach auswählen und dann peng? Das scheint irgendwie nicht zu sein. Ach scheiße, keine Ahnung. Bleibt mal wieder eine Truhe zu. So, die nächtliche Diebestour wäre damit abgeschlossen. Und auch Erkundungstour. Im Prinzip gibt es ja in Puerto Sacarico, wir waren ja schon beim Koch da drüben, gibt es jetzt nur noch die Villa. Also nur noch, ist gut, ne? Das ist ja quasi so groß wie die Stadt selbst. Halt! Kommandant Sebastiano will nicht gestört werden. Ja, doch. Was ist hier eigentlich los? Takarigua wurde von Schattenwesen heimgesucht. Eine Totenkopfhöhle ist aus dem Boden gebrochen. Ach. Da sind sie rausgekommen. Das Piratennest im Osten der Insel wurde als erstes zerstört. Und wäre Kommandant Sebastiano uns nicht zur Hilfe geeilt, wären wir vermutlich schon tot. Unter seiner Führung sind wir bis ins Innere der Höhle vorgedrungen, aber... Aber was? Der Kommandant hat den Rückzug befohlen. Die Leute wurden evakuiert und der neue Befehl lautet, Puerto Sacarico verteidigen.
Mir fällt gerade ein, Sebastiano, ich glaube, den kennt man auch. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr so gut an ihn erinnern. Das ist doch nicht alles. Genau, weil das, was er uns jetzt erzählt hat, wissen wir ja selber schon. Das ist doch nicht alles. Nicht ganz. Der Wächter Horas, unser Gefangener, ist abgehauen. Wenn du irgendwas über ihn weißt, dann musst du es unverzüglich melden. Sonst noch was? Der Gouverneur Di Fuego ist weg. Außerdem sind ein paar Leute desertiert. Und ihr habt noch alles im Griff? Ich sagte doch, wir haben Schwierigkeiten. Ja, wir haben im Prinzip alle schon getroffen, die Leute. Was? Das war jetzt gar nicht so der Plan. Hey, Wache, warte, wir müssen reden. Roquefort. Eine Sache noch. Ich will auf jeden Fall niemanden verraten. Dieser Wächter Horas, den ihr sucht. Ja? Was weißt du über ihn? Er ist einer von denen, die sich den Magiern angeschlossen haben. Sie nennen sich selbst die Wächter. Warum habt ihr ihn eingesperrt? Das fragst du den Kommandanten am besten selbst. Aber das spielt auch keine Rolle mehr. Er ist weg. Oh ja. Erzähl mir was über die Deserteure. Vasco und Severin haben sich unerlaubt von der Truppe entfernt. Und wer von euch wurde damit beauftragt, sie wieder einzufangen? Ich weiß es nicht. Kommandant Sebastiano erteilt hier die Befehle. Was denkst du über die Sache mit Gouverneur Di Fuego? Eines Morgens war er nicht mehr da. Er muss irgendwann nachts das Lager verlassen haben. Was weißt du noch? Sprich mit den Wachen, vielleicht hat ihn einer gesehen. Lass mich mit Sebastiano sprechen. Ich sagte doch, der Kommandant will nicht gestört werden. Mach dir keinen Ärger. Wir haben schon genug Schwierigkeiten. Aber es ist wichtig. Meinst du, ja? Und was ist so wichtig, dass ich dich vorbeilassen muss? Ich lasse was einfallen. Das werde ich ihm schon sagen. Ja, aber erst wirst du es mir sagen. Also, was gibt's? Oh. Also, ihn werden wir nicht verraten. Stimmt. Das können wir ja durchaus mal sagen. Das dürfte ja niemanden. Das ist ja okay. Ich habe Gouverneur Di Fuegos Leiche gefunden. Der Gouverneur ist tot? Na schön, du kannst rein. Aber sei vorsichtig, der Kommandant ist, sagen wir, er war schon mal besser drauf. Also leg dich nicht mit ihm an. Ja. Das war jetzt easy, an dem vorbeizukommen. Schönes Bild. Edward, was sagst du dazu? Findest du auch gut, ne? Gibt sogar eine Kopie davon. Hier ist das Äffchen. Und hier muss man vor allem wieder aufpassen, wo man hinlaufen darf und wo nicht. Ich schleich mal hier rum. Schatulle. Altes Wissen. Gut, dass wir gerade eine Nacht haben. Dass wir die Truhen alle nicht öffnen können. Auf welche Insel hätte ich denn zuerst gemusst? Was? Ich... Du! Du gehörst doch auch zu den Piraten! Hör zu, ich... Erzähl mir nichts! Du bist doch einer von denen! Das merk ich doch! Was willst du hier? Willst du uns ausspionieren? Wir haben Sebastiano getroffen, schneller als gewollt. Jetzt halt mal die Füße still. So sprichst du mit einem Kommandanten der Inquisition? So jemand wie du hätte es nie in unsere Reihen geschafft. Ja, na klar. Genug davon. Ich bin von Feinden umgeben. Da brauche ich nicht noch einen weiteren. Und wenn sie schon meine eigenen Leute gegen mich wenden, wem kann ich überhaupt noch trauen? Mann, Junge. So, ich wollte eigentlich später mit dir reden. Leg dich erstmal wieder schlafen. Jetzt gerade, wo wir Nacht haben, wollte ich erstmal ein bisschen... Ja, sehr gut. Okay, wir haben Sebastiano schon so ein bisschen kennengelernt. Ist auf jeden Fall gut drauf. Kann man aber auch verstehen, die Situation ist natürlich... Ach, Leute. Steck ja nichts ein.
Nee, mache ich nicht. Ich guck nur schon mal, dass ich hier eh nichts öffnen kann. Krug, da ist ein bisschen Gold. Trinkhorn. Äpfel. Wie schnell die wach werden. Dann gucken wir mal hier oben. Vielleicht ist hier ja keiner. Hier war De Fuegos Zimmer. Genau hier. So, es kommt keiner nach, oder? Dann kann ich ja einfach alles einsacken hier, glaube ich. Ein Versetzungsschreiben. Eine Truhe, die wir öffnen können. Und Revolver und Pistole. Hier steht was. Demnach war McFlane der einzige Schütze, der alle 5 Kugeln genau in die Mitte getroffen hat. Den Beweis für sein Können stellte er auf einem Dach in Puerto Sacarico zur Schau. Oh. Dann müssen wir wohl hier hoch. Oh, und hier ist noch was. Über Seeschlachten erhalten. Die Bücher lesen wir mal in einer gesonderten Folge alle durch, weil da haben wir mittlerweile schon einige gesammelt. Und Versetzungsschreiben. Versetzungsschreiben erhalten. Da lese ich jetzt doch mal kurz rein. Wo haben wir's? Alles. Geh ich einfach mal da drauf. Ach, das ist ja wieder nicht alphabetisch geordnet. Könnte es denn noch sein? Plunder. Da. Hiermit gestatte ich dem Inhaber dieses Schreibens, seinen neuen Posten auf See anzutreten. Gezeichnet Kommandant Sebastiano. Mhm. So, das war einfach. Kristallanhänger, Silberzunge, Taschendiebstahl. Kann man durchaus mal gebrauchen. Sebastianos Hinrichtungsbefehl. Ach ja, Horas. De Fuego wollte es nicht, okay. Sebastiano also noch böser als De Fuego. Der Plan. Und ein Papageienflug, den wir brauchen, um aufs Dach zu kommen. Gold. Haben wir jetzt alles eingesammelt? Gehe ich nur noch mal kurz nach unten. Und probiere nochmal irgendwie hier rein, hier an die Sachen ranzukommen. Okay. Ach, Mann. Besser, du fasst hier nichts an. Ich fasse nichts an. Sie werden uns nicht kriegen. Gut, Edward, ich glaube, die beiden hier. Er legt sich wieder schlafen. Ich kann es auf der anderen Seite auch nochmal probieren. Aber. Der rennt. Was sind für Geräusche? Steht gar nichts ein. Ja, auf jeden Fall klappt es hier erstmal nicht mehr weiter. Und es gibt in Puerto Sacarico auch noch ein bisschen zu tun. Das werden wir dann wahrscheinlich bei Tag machen. Ich glaube, wir sollten uns dafür einfach mal in irgendein Bett legen. Oder Edwards, was meinst du? Ein Bett war hier, glaube ich, irgendwo noch frei. Genau, das Bett nehme ich. Was zum Gürger ist hier los? Edward, du suchst dir... Ich bin ja... Edward ist okay, dann suche ich was. Hier. Hier kannst du dich reinlegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.